Hallo zum Telestammtisch. Wenn du neu hier bist, dann sage ich dir mal eben, was dich hier erwartet. Und wenn du oft hier bist, kannst du den Teil überspringen. Also, wir sind ein Team von roundabout 50 Leuten. Wir gucken uns Serien, Filme und Dokumentationen an. Alle Neuveröffentlichungen einer Woche, aber auch mal ein Remake von alten Sachen oder eine Wiederveröffentlichung kommt bei uns auf den Tisch, wird seziert und wird besprochen. Wir sind keine Profis, wir machen das ganz locker und wir hätten gerne dich dabei. Wenn du Bock hast, hier mitzumachen, dann schreib uns eine E-Mail an info@tele-stammtisch.de oder du kommst mit uns in Kontakt da, wo du diesen Podcast gerade hörst, sei das YouTube oder Spotify oder irgendeine andere Plattform, wo du das runtergeladen hast. Du findest alle Informationen in den sogenannten Shownotes und kannst gerne zu unserem Team dazukommen. So, genug geredet. Was uns noch sehr, sehr hilft, und deswegen erwähne ich das jetzt hier am Ende nochmal, wenn du nicht gleich mitmachen willst, uns hilft es auch sehr, wenn ihr Kommentare da lasst, Likes, Daumen hoch, was es da alles gibt, damit wir wissen, dass wir einen guten Job machen und damit die Welt da draußen feststellt, ey, die gibt's, da höre ich mal rein, denn das hält uns am Leben und das wollt ihr doch sicherlich. Also, macht gerne mit, viel Spaß bei den Besprechungen, macht's gut, tschüss. Hallo, willkommen beim Telestammtisch zur Besprechung der neuen Netflix-Sketch-Serie Auntie Donna's Big Old House of Fun. Ich bin der Stu und ich habe heute hoffentlich meinen Fun mit dem Max. Hallo Max. Hallo Stu, den wirst du haben. Ja, sehr gut. Schwöre ich dir. Okay, okay. Sonst wirst du ausgetauscht, ne, mit dem Cowboy-Dämmel, ne? Also. Ja, das will ich vermeiden. Ja. Ja, mein Lieber. Dank dir bin ich auf diese Sketch-Sendung von Netflix gestoßen. Und deswegen darfst du jetzt mal ganz kurz erklären, was ist das überhaupt? Und viel Spaß für dich dabei. Ja, es sind drei Australier und die haben sich irgendwie wahrscheinlich vor ein paar Jahren zur Aufgabe gemacht, das Internet mit Comedy vollzustopfen. Und deswegen gibt es einen YouTube-Kanal, der Auntie Donna heißt. Und da machen die Sketche. Und die haben von Netflix wohl ein bisschen Kohle bekommen und haben jetzt eine 6-teilige erste Staffel rausgebracht. Jede Folge 20 Minuten in etwa. Ja, vom Stil her ist es, ich habe es dir beschrieben als Monty Python Flying Circus auf Steroiden, aber ich glaube, das wird dem nicht mal annähernd gerecht. Wobei, da muss ich dich mal gleich loben. Ich finde, das ist die beste Beschreibung, die es dafür gibt. Okay, weil dann behalte ich die. Weil es ist halt genauso plemplem und wahnsinnig und anarchisch wie Flying Circus. Aber es ist halt irgendwie, es ist bunter, es ist so auf die Jetztzeit getrimmt. Mhm. Und ich meine, im Grunde geht es halt darum, diese drei Figuren, also Mark, Broden und Zack, die leben halt zusammen in einem Haus und erleben halt, kann man sagen, Abenteuer. Es ist tut, also ich es weiß gibt nicht, ob eigentlich sie irgendwas ist. Keinen roten Faden, oder? Nee, jede Folge hat vielleicht so einen kleinen narrativen Faden. Das ist dann immer Day of the Word genannt. Ja. Word of the Day. Word of the Day genannt. Ist der Folgentitel. Da geht es einmal um ein Date, einmal geht es um die Nacht, Nighttime. Aber das ist dann auch der rote Faden. Das war's dann damit. Ja. Was ich schön finde an dieser Serie, nenne ich es mal, ist, du brauchst 5 Minuten zu gucken. Und wenn es dir da nicht gefällt, dann weißt du, du musst nicht weiter gucken. Ja. Weil es wird, also so wie es anfängt, geht es halt auch wirklich konstant weiter. Es ist pure Anarchie, es ist purer Unsinn, es ist purer Wahnsinn. Aber teilweise fand ich es wirklich in seiner Abstraktheit saukomisch. Ja. Ist auch ein bisschen ADHS. Ja. Muss man sagen, weil die springen dann streckenweise, die beenden manche Sketche oder Teile gar nicht. Die werden einfach aufgehört, Punkt. Ja. Und dann kommt das nächste Thema. Oder sie springen von einem ins nächste. Also für mich ist es super, denn ja, da ist ganz viel Power drin. Wird auch nicht langweilig, aber es ist, man muss über eine Sache gut hinwegsehen können und das ist, also wenn man nicht auf Grimassengesichter oder völlig übertriebene Gestik und Mimik steht, dann nee.
Ja, das stimmt. Die verzerren ihr Gesicht wie Jim Carrey 1 in Ace Ventura und noch mehr. Das stimmt schon. Ja. Ja. Und das sind so drei Männer, die ich, wenn ich sie sehen würde, eher so in die Kategorie Hipster stecken würde. Ja, komplett Hipster. Ich würde auch sagen, ich wusste zum Beispiel am Anfang nicht so wirklich, ob das, ja, ich würde jetzt sagen, Schwulen-Comedy. Mhm. Und die hatten da schon so ein leicht, ich meine es jetzt nicht despektierlich, so einen tuntigen Touch immer wieder mit dabei, weißt du? Mhm. Dadurch auch, dass sie viel dieses Übertriebene halt einfach auch haben, was man jetzt aus, keine Ahnung, so Filmen, in denen Transvestiten irgendwie mitspielen oder so, also auch dieses RuPaul's Drag Race, glaube ich, spielt halt auch mit überzogener Kleidung und überzogener Mimik und so weiter. Aber anscheinend ist da jetzt, keine Ahnung, das ist jetzt kein Szenematerial in dem Sinn, sondern ja, es ist einfach nur überdreht. Ja, also es ist, wie du schon sagst, es ist nicht pointenfixiert. Es ist mehr, der Witz kommt eher durch das Absurde. Und es gibt durchaus Momente, so ging es mir so, da dachte ich mir, okay, es ist mir gerade zu viel. Meine Empfehlung ist auch ganz klar, guckt euch das nicht an einem Stück an, das ist so aufnahmefähig werdet ihr nicht sein, sondern teilt es euch gut ein. Ich habe es jetzt in zwei Sitzungen geguckt und das war eine gute Entscheidung, weil... Ja, war bei mir auch. Ja, weil am Ende der dritten Folge dachte ich so, boah, Leute, jetzt mein Päuschen, jetzt ein bisschen Morgenbrown. Da kommen wir gleich nur drauf. Ja. Jetzt möchte ich mal kurz einfach mal fragen, hattest du so in der ersten Staffel so, was waren deine Lieblingsmomente? Ja, eigentlich mein Lieblingsmoment war, als ich entdeckt habe, dass mir das Teil gut gefallen könnte. Mhm. Denn ich finde, dass der Trailer eben sehr viel mit diesen Überzogenheiten irgendwie gespielt hat. Ja, ich bin eigentlich nicht so der Fan von diesem Mega-Klamaukigen. Mhm. Also vor allem, wenn es Gesichtskasperlein sind, die Leute lustig finden, dann schalte ich meistens ab. Aber dann hat sich doch irgendwie ergeben, dass da mehr dahinter steckt. Und ich meine, da gab es zum Startmoment eine Szene, in der die Geschirrspülmaschine ausgetauscht wird durch einen neuen WG-Mitbewohner. Und es ist wirklich so, wie ich es jetzt erzähle. Und da werden halt in so einer Audienz 25 verschiedene Stereotype irgendwie vorgestellt. Und dann kam irgendwann mal der, wie sagt man, 30-jährige weiße männliche Internet-Filmkritiker, der dann einfach nur trocken sagt, Dark Knight Rises, 5 Stars, very brilliant. Und ab dem Zeitpunkt hat es mich gehabt, weil, ja. Ja, das war auch einer meiner favorisierten Momente. Es gab zwei Sketche, nenne ich es mal. Ich finde es immer schwer, da wirklich jetzt zu sagen, es ist ein Sketch, weil das jetzt teilweise auch so fließend übergeht. Mhm. Das eine ist in der Olympia-Folge, ich glaube, das war die dritte. Kann sein, ja. Wo dann der Dopingfahnder kommt und der nicht die Pisse trinkt, aber er trinkt natürlich die Pisse. Und eigentlich ist so, ja, weißt du, so Fäkalienhumor auch nicht so meins, aber wie das aufgezogen wird und er dann diese Pisse dann erst in so einen Tiki-Becher schüttet, dann kommen dann noch irgendwelche so Strohhalme und Fruchtdekorationen dazu, großartig. Beiläufig, genau. Und das andere, was ich großartig fand, war, als der eine Typ, das ist der die wenigsten Haare hat, ich glaube, der heißt Broden, sich auf das Takeaway-Essen vom Chinesen freut, hat auch das passende Lätzchen und dann kommt halt ein Italiener und versucht, ihm die Pizza anzudrehen. Großartig. Das ist super. Vor allem, weil du halt dann auch merkst, dass die Comedy sehr intelligent ist, weil sie ja mit diesem Rassismus irgendwie spielt. Ja. Derjenige, der den Italiener, der überzogenen Italiener spielt, hat anscheinend selbst italienische Wurzeln. Und ja, es wird halt kein Blatt vor den Mund genommen, aber man weiß halt ganz genau, dass es nicht so dieser plumpe Klischee-Stereotyp-Humor ist, sondern da ist einfach, da steckt was dahinter. Ja. Und es ist immer schwer, sowas zu erklären. Ich hatte auch teilweise das Gefühl, dass sie diesen Stereotypen-Klischee-Humor auch so ein bisschen parodieren dadurch. Ja, genau. Also ich glaube, die gehen da praktisch, wenn man sagt, du hast diesen Klischee-Humor, dann setzt dir am besten noch eins drauf und dann setzt dir noch eins drauf, dass du noch ein bisschen Platz hast. Und das finde ich eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, ich mag es eh gern, wenn Leute mit Selbstironie
kokettieren und wenn sie halt dann mit Selbstironie kokettieren, aber trotzdem angriffslustig bleiben, dann ist das eine gute Kombi. Ja. Die Serie gibt es seit dem 13. November auf Netflix. Ja, ist noch relativ frisch, glaube ich. Auf jeden Fall war es zu dem Zeitpunkt, als ich sie gesehen habe, glaube ich, noch so in der Top 10 drin. Deswegen muss dieser Cast auch schnell raus. Okay. Ja, also ich kann auch jeden verstehen, der da nach 5 Minuten sagt, Leute, lass mich dir der Scheiß in der Ruhe. Das kann ich verstehen, weil es ist sehr speziell. Ich muss aber wegen Auntie Donna auch nochmal Netflix loben, weil ich finde, gerade in dem Bereich von so Sketch-Comedy, und ich bin eigentlich ein großer Fan von Sketch-Comedy, hat Netflix in den letzten ein, zwei Jahren echt ein paar richtige Schmankerl rausgehauen. Also wir beide haben ja schon besprochen, dieses I Think You Should Leave, ja, genau. Großartig. Dann The Astronomy Club war auch sehr schön. Mhm. Deswegen finde ich das gut, weil solche Formate hätten halt im klassischen Fernsehen keine Chance. Ja, und vor allem, was mir gut gefällt, es ist eine australische Serie, also dann bist du vielleicht auch nicht mehr weit davon entfernt, dass du solche Typen mal aus, keine Ahnung, vielleicht gibt es sowas im Balkan oder in Südamerika, keine Ahnung. Oder Deutschland vielleicht auch. Ja, mal, ne? will ich mal kennenlernen, ne? Ja, wirklich, also hatte wirklich großen Spaß mit Auntie Donna's Big Old House of Fun. Mhm. Danke Netflix, danke Max. Weil ja, ohne danke du fürs Besprechen. Ja. Und dann würde ich sagen, Fazitzeit. Ja, die recht schwer ist, denn da kann man eigentlich zwischen 0 und 5 so ziemlich alles geben, weil es einfach auf den Humortyp ankommt. Deswegen würde ich da von der Punktewertung ein bisschen abraten und würde wirklich sagen, wenn es gern laut und durcheinander und chaotisch sein darf und man auf diesen anarchischen Humor von Monty Python im Kern steht, dann ist man da richtig, dann wird man es mögen. Andererseits, du hast es ja eh schon gesagt, wer mit den ersten 3 Minuten nichts anfangen kann, der wird auch mit den letzten 3 Minuten nichts anfangen können. Also von aber dazwischen ist es super. Ja, super. Ich meine, was man auch sagen kann, ist, die Leute haben auch, also vor allem dieser Broden, ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, er hat eine geile Stimme. Ja, also sie singen ja wirklich sehr viel und ein paar Songs waren nicht so meins, weil ich bin nicht so der Fan von Musical-Comedy. Aber manchmal ist es auch wieder so absurd. Ich sag nur hier, wir sind das SWAT-Team und dann kommt das SWAT-SWAT-Team und zusammen sind die das SWAT-SWAT-SWAT-Team. es ist so, weiß ich, so anarchisch, infantil, bekloppt, herrlich, schön. Ja. Das machte große Freude. Ja, es ist eine bunte Kiste, ne? Ja. Und ich muss auch sagen, dieser Broden Kelly, das ist ja der ohne Haare, der sieht aus wie dieser Alexander Ludwig von Vikings, muss ich gestehen. Ich dachte immer ganz, das ist doch der Vikings-Typ, aber okay, war er also nicht. Bekannt kommen die Gesichter echt alle vor. Ja gut, die irgendwie, anderen beiden sehen halt aus wie die typischen Hipster, ne? So. Aber, naja, keine Ahnung, ich habe dann auch irgendwie gedacht, ist da vielleicht einer von diesen, so in diesem Taika Waititi Umfeld vielleicht mir mal bekannt vorgekommen, weil der ist ja, glaube ich, auch Neuseeländer, oder? Ja, Neuseeländer. Und vielleicht, dass die da mal bei What We Do in the Shadows irgendwo mal rumgelaufen sind oder so. Aber nee, das ist anscheinend wirklich ein reines Internetphänomen. Ja, aber von dem hat her wohl durchaus prominente Fürsprecher. Ich meine, dieser Eck heißt er ja wirklich, Eck Helms, hat es ja mitproduziert. Dann gibt es auch ein paar Gastauftritte von Weird Al Jankovic und Anthony Starr, die kennt man als Homelander aus The Boys. Genau. Also, die haben schon ihre Fans, weil ansonsten hätte Netflix ja nicht die Kohle gegeben. Ja, klar. Und das sollte man auch noch sagen, ich finde, es ist für eine Sketch-Comedy auch sehr hochwertig produziert. Definitiv, und du merkst auch, also ich meine, das sind so diese Kleinigkeiten, die man vielleicht, wenn man irgendwie ein bisschen aus dem Business kommt, merkt, die haben ja dann auch anscheinend wirklich ein Studio aufgebaut. Das sind Kleinigkeiten mit dabei, die sie lachen man seit auch, 6 Folgen nicht, ja. Ja, die man dann, ich meine, da gibt es ja dann auch Umbaugeschichten, da ist schon echt Value dahinter. Es ist nicht so, dass der im Hintergrund irgendwo in einem Hinterhof gedreht wurde mit dem iPhone. Nee, das ist, da ist auch, glaube ich, ein größeres Produzententeam auch mit dahinter, vielleicht sogar ihnen extra zur Seite gestellt worden. Das weiß ich jetzt nicht. Aber gut. Also ich würde da auch dir beipflichten, was das Fazit angeht. Guckt euch die ersten 3, 4, 5 Minuten an und dann werdet ihr sehen, ob es was für euch ist oder nicht. Wir beide, glaube ich, fanden es echt gut. Mhm. Würden uns auf eine zweite Staffel freuen. Ja.
Und ich glaube, so verbleiben wir und werden jetzt auch im Vorgespräch klären, was ist eigentlich das beste Wi-Fi-Passwort, was es gibt. Das ist Alice im Wunderland. Ach so, ich finde halt immer noch Pretty Fly for Wi-Fi echt gut. Passwort von Jerry Seinfeld. Ja, stimmt. Alles klar. Gut, ich danke euch da draußen fürs Zuhören. Ihr habt es jetzt geschafft, die beiden Idioten sind still und wünsche euch noch viel Spaß mit dem Rest der Besprechung oder mit den anderen Podcasts vom Telestammtisch. Jo. Mach's gut, tschüss. Bis demnächst, tschö. Vom deutschen Regisseur Fatih Akin, dessen Werke unter anderem schon auf der Shortlist für eine Oscar-Nominierung zu finden waren und die bei diversen anderen Filmfestspielen Preise in Kategorien wie bester Film, beste Regie und so weiter gewonnen haben, gibt es aktuell einen Film in der Arte-Mediathek und ich glaube auch auf Amazon Prime zu sehen. Soul Kitchen, eine Komödie, Schrägstrich Drama von 2009, ein für den Regisseur eher untypisches Genre. Seine Filme hatte ich meist zumindest ein bisschen schwerfälliger mitbekommen. Das ist aber auch der Punkt, so oft mir der Name Fatih Akin schon untergekommen ist, mehr als Trailer oder mal die Anfänge von seinen Filmen oder mehr als die Lobpreisungen habe ich von ihm noch nicht mitbekommen. Deswegen ist heute Pete hier, denn der hat sich Soul Kitchen erst vor kurzem angesehen. Komplett. Hallo Pete. Genau, hallo. Wie sieht's bei dir aus? Hast du vorher schon was von Fatih Akin gesehen? Ich hatte Gegen die Wand, den habe ich mir angeschaut. Der ist echt stark, ist ein richtig gutes Drama, ja. Aber auch echt schwerfällig, muss man schon sagen. Ja. Ich hatte, das habe ich erst bei der Recherche festgestellt, dass Chick, diese Jugendbuchverfilmung, auch von Fatih Akin ist. Und ja. Ich glaube, in die hatte ich auch reingeschaut. Ja, okay, gut. Genau, wie ich auch in diesen Film reingeschaut habe. Aber dazu kommen wir vielleicht dann nochmal. Der Film, der kam 2009 raus. Es ist, wie gesagt, Komödie und Drama. Geht 1 Stunde 39 Minuten. Kannst du kurz zusammenfassen, um was es in diesem Film geht? Ja, also es geht um Zino. Der betreibt einen Imbiss oder so ein Lokal in Hamburg, Wilhelmsburg. Und er hat einen Bandscheibenvorfall und kann deshalb seine Arbeit nicht mehr richtig machen, kann nicht mehr kochen und braucht einen neuen Koch. Da holt er sich Schein, heißt er. Das ist einer, den er zufällig trifft, der in einem reichen Restaurant, reichen Lokal rausgeflogen ist. Und jetzt heuert er den an, damit der Sterne essen für seinen kleinen Imbiss da produziert. Die Gäste wissen am Anfang nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen, weil die wollen halt ihre Frikadellen und Bratwürstchen und keine exotischen Gerichte, bei denen sie nicht mal lesen können, wie die überhaupt heißen. Und das läuft aber dann nach einer Zeit, alles mal angelaufen ist, läuft es richtig gut und der Laden ist voll. Und ja, nächstes Problem ist Zinos Bruder, der Ilias, der ist im Gefängnis und haut Zino aber an, dass er ihm Arbeit geben soll, weil er dann auf Bewährung rauskommt oder dann immer für die Arbeitszeit aus dem Gefängnis entlassen wird. Und der macht aber natürlich Probleme. Genau. Jetzt steht hier immer Komödie und Drama. Ich habe die ersten 10 Minuten gesehen. Und ich würde, also von den ersten 10 Minuten hätte ich gesagt, ja, okay, Komödie erkenne ich. Wird der dramatische Teil im Laufe des Films noch größer oder ist es dann wirklich so eine Art Wohlfühlkomödie? Naja, also es wird schon ein bisschen dramatischer. Es geht in so eine Liebesrichtung. Zwischenzeitlich dann geht es darum, ob der Laden verkauft werden soll, ob Zino zu seiner Freundin nach China zieht. Also es ist schon eher eine Dramarichtung dann hinten raus. Aber Komödie definitiv auch. Das trifft es ganz gut. Ich muss nicht sagen, also ich fand ihn nicht unbedingt schlecht. Ich habe ihn aber dann ausgemacht, weil mich irgendwie dieser Humor oder auch wie, ich glaube, gleich in den ersten 10 Minuten, da trifft auch, ich habe die Namen auch nicht mehr drauf, trifft er irgendwie einen alten Schulkameraden und so. Und das fand ich irgendwie, das war mir zu aufgesetzt da. Aber wie gesagt, ich kann hier auch den Film nicht im Ganzen bewerten, weil ich habe ihn nicht zu Ende gesehen. Ich habe reingeguckt, als ich gesehen habe, dass du den gesehen hast und den gerne besprechen würdest. Aber mich hat er von seiner Art und Weise einfach nicht bekommen. Deswegen sitze ich hier jetzt eher als Moderator, als der den gesehen hat.
Wie ist denn der Humor überhaupt? Oder wie würdest du das beschreiben, wenn du. Ist der eher so peinlich lustig? Setzt der so sehr auf so Cringe-Humor? Oder ist das schon vielleicht auch eine herzliche oder eher eine. Also Ja! ich finde, er hat schon seine Momente, die wirklich richtig lustig sind, und das ist dann kein so ein Cringe-Humor. Der kommt auch ab und zu mal ran, gerade weil du hast diesen alten Schulfreund angesprochen, der von Wotan Wilke Möhring gespielt wird, mit komplett blondierten Haaren. Der hat auch hinten raus noch eine viel wichtigere Rolle, die er einnimmt. Und ja, aber es gibt am Anfang, wollte ich gerade noch sagen, diese herrliche Szene, in der sie ihr Billigessen da haben, Fischstäbchen, bei denen machen sie die Panade ab, legen die als Fischfilets auf den Teller und machen irgendwie Ketchup oder so eine Soße drüber, Ketchup mit Mayo gemischt, machen sie da drüber und dann wollen sie das für 45 € verkaufen. Und sowas fand ich, war schon ein ganz netter Gag. Und es sind auf jeden Fall viele Gastauftritte oder viele Stars, die auch nur Kurzauftritte haben. Der Cast ist sowieso ganz oben mit dabei im deutschen Kino. Ja, wirklich. Sehe ich ja auch. Das muss man sagen. Moritz bleibt treu und weiter. Birol Ünel ist dabei. Ja, Adam Bustukus, der auch in vielen Fatih Akin-Filmen mitgespielt hat. Genau, und der glaube ich sogar mit, hat er den Film nicht sogar mitgeschrieben, Soul Kitchen? Ich glaube schon. Ja, stimmt. Dann wäre es noch dabei Wotan Wilke Möhring, Lukas Gregorowitsch. Und dann haben wir halt noch in diesen kleineren Rollen Udo Kier, Jan Vedder, Peter Lohmeyer hat, glaube ich, auch einen Mini-Auftritt. Und das fand ich einfach auch ganz, ganz cool zu sehen, dass so die größeren Schauspieler sich für so kleinere Rollen hingeben. Was man ja bei deutschen Filmen wirklich selten hat. In den USA ist das so ein bisschen gang und gäbe, dass man da auch sich so für ein Cameo hingibt. Aber in Deutschland ist das echt selten. Und dass dann kein Schweighöfer und Schweiger darunter ist, das ist doch auch schon mal Das ist fantastisch. was. Ja. Also Fatih Akin hat auch mehrmals gesagt, dass dieser Film eine Hommage an Hamburg ist. Und Ja. da muss ich ja sagen, ich war persönlich noch nie in Hamburg. Aber ich finde sowas ganz interessant, weil man auch viel von den Menschen sieht. In diesem Film geht es viel um die Menschen, wie sie miteinander interagieren. Und ich glaube, das ist so eine Besonderheit, die da das Hamburger Leben so an sich ein bisschen besser Ich leuchtet. hatte gefühlt in meinem Leben bisher zwei Begegnungen mit Hamburg. Einmal war ich direkt dort. Und die andere Begegnung, die war bei mir in meiner Kindheit, waren immer die Pfefferkörner. Die waren doch auch immer in Hamburg. Und Stimmt. da in der Speicherstadt. Und ja, ich habe sie jetzt nicht gesehen, aber ich glaube schon, hier steht es auch immer wieder, eine Liebeserklärung des Regisseurs an seine Heimatstadt Hamburg. Ja, quasi ein Genau. Abbild oder ein kleines Panorama dieser Stadt oder dieser Menschen, die dort leben. Genau, das ist es definitiv. Und man muss halt sagen, dafür muss man vielleicht ein paar Abstriche machen bei der Geschichte an sich. Die weist schon so ein paar Lücken auf oder ist nicht so perfekt. Aber es liegt nun mal auch daran, dass er den Fokus auf die Stadt Hamburg legt und da das vielleicht nicht alles so zusammenpasst mit seinen Figuren. Da kann man sich drüber aufregen, muss man aber auch nicht, wenn man den Film als das sehen will, als das Fatih Akin ihn darstellen will, sondern also als eine Hommage an Hamburg, dann kann man damit durchaus seinen Spaß haben, denke ich. Ja, also würdest du sagen, im Bereich deutsche Komödien ist dieser Film auf jeden Fall im oberen Bereich anzuordnen? Ja, das schon. Das schon. Gut. Ja, also wie gesagt, mein Humor zumindest von den ersten 10 Minuten bin ich mit dem Film nicht warm geworden und dann hatte ich irgendwie nicht die Motivation weiterzuschauen, aber jedem, dem dieser Film was, dann bitte schaut ihn euch an. Fatih Akin ist, wie gesagt, auch eine Größe im deutschen Film und auch im Ausland. Ich glaube, er sitzt sogar in der Academy, die jährlich die Oscars vergibt. Also demnach, seine Filme kann man sich definitiv immer mal anschauen. Und bei mir steht auch noch das ein oder andere auf den Schirm mit Chick und den ersten 10 Minuten von Soul Kitchen habe ich jetzt wahrscheinlich noch nicht seine absoluten Meisterwerke rausgepickt. Ja, siehst du, das guckst du dir noch an, ne? Ja, sowas wie genau Gegen die Wand oder auch Aus dem Nichts möchte ich Ja. auf jeden Fall noch sehen.
Gut, dann kannst. Mach ich noch gerade ein Fazit? Genau, richtig. Und du kannst ja noch, weiß ich nicht, Kochlöffel vergeben oder. Ja, das mache ich auch. Also, Soul Kitchen. Ja, eine Dramakomödie, die halt ein bisschen unkonventioneller ist und nicht ganz so das ist, was man normal als Komödie sieht, die eine Hommage an Hamburg ist und einfach von Fatih Akin inszeniert ist. Allein deshalb sollte man es sich schon anschauen, wenn man dann noch sieht, was für, dass die Elite der deutschen Darstellerriege da alle mit am Start sind oder viele, dann ist das auf jeden Fall auch nochmal so ein Punkt, wo man sagen muss, ja, den schaue ich mir an und deswegen ist es eine gute deutsche Komödie, die man auf jeden Fall mal gesehen haben sollte. Vor allem, wenn man irgendwie mit Hamburg Berührungspunkte hat, dann denke ich, wird man damit auf jeden Fall seinen Spaß haben. Und Punkte, also Kochlöffel vergeben, würde ich 3,5 von 5, weil ich meinen Spaß hatte und ja. Okay, vielleicht schaue ich ja irgendwann nochmal rein, wenn ich in der richtigen Stimmung dafür bin. Vielleicht gibt es irgendwann diesen Punkt, wo ich sage, boah, jetzt Soul Kitchen, da gucke ich jetzt nochmal rein. Ja, gut. Vielleicht, wenn du nochmal in Hamburg warst. Ja, vielleicht. Dann danke, Piet. Gut. Und danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ausgezeichnet mit 2 Preisen beim Serious Mania Festival, dem Grand Prix und dem Preis für den besten Schauspieler, gibt es aktuell eine Miniserie in der Arte Mediathek zu bestaunen, die ich nicht sehen konnte, aber dafür Piet und der ist heute bei mir. Hallo. Hallo. The Virtues heißt diese Miniserie und ich habe ehrlich gesagt so gar keine Idee, worum es geht. Ich habe vor uns kurz in den Trailer reingeguckt, aber auch nicht zu Ende geguckt, weil wir uns dann jetzt hier schon zusammengefunden haben. Es ist eine Miniserie, soweit ich weiß, die, glaube ich, aus 4 Folgen 45 Minuten ungefähr besteht. Ja, genau. Also die ersten 3 Folgen sind zwischen 42 und 46 Minuten, die letzte dann 75 Minuten. Also die ist noch deutlich länger. Okay. Aber ja. Ich muss vornherein sagen, ich habe auch nur die ersten 3 Folgen geschaut. Ja. Das sollte auf jeden Fall für den Ersteindruck dieser Miniserie reichen oder für einen ja fast Gesamteindruck, wenn man das jetzt so sieht. Diese Serie, du kannst ja mal kurz selber ansprechen, von wem ist diese Serie und oder mit wem ist diese Serie auch und worum geht's? Also die Serie ist von Shane Meadows, der Name sagt dem einen oder anderen vielleicht was, ist der Regisseur von diesen ganzen This is England Filmen, sagt dir auch was, oder Paul? Ja, This is England sagt mir auch was, jo. Und vor allem 4 solchen Coming-of-Age-Sachen habe ich auch nochmal nachgesehen. Also, ja. Ja. Ja, also hat viele britische so Comedy und leichte Dramen so gemacht. Ja. Dann Hauptdarsteller ist Stephen Graham. Der Name ist irgendwie so, ja, Stephen Graham kennt man bestimmt irgendwoher. Aber ich hatte jetzt gar nicht mehr so vor Augen, wer das ist. Aber der hat auch in vielen wirklich großen Filmen mitgespielt. Ja, genau. Da zwar nie die Hauptrollen gehabt oder so, aber trotzdem Irishman, Rocketman, Snatch, genau. Ja. Genau. Und jetzt in The Virtues. In The Virtues geht's um Joseph, der von Stephen Graham gespielt wird, der depressiv ist und Alkoholiker. Und in der ersten Folge sehen wir einmal seinen kompletten Absturz. Er geht in eine Kneipe, will eigentlich nur 2 Bier trinken und das eskaliert aber völlig. Er hat sich nicht unter Kontrolle. Ja. Und dann beschließt er daraufhin, den Kontakt zu seiner Schwester aufzunehmen, die er seit 30 Jahren nicht mehr gesehen hat, weil in der Kindheit die beiden voneinander getrennt wurden und er in ein Heim gekommen ist. Und ja, da will ich jetzt aber auch noch nicht zu viel von sagen. Genau, ich denke, damit ist das schon ganz gut umrissen. Viel mehr muss man auch nicht wissen, wenn man sich das anschaut. Es klingt erstmal ein bisschen nach schwererer Kost, zumindest wenn du jetzt sagst, dass wir in der ersten Folge seinen kompletten Absturz erleben. Würdest du das so sagen? Würdest du sagen, das ist eher ein bisschen was, was aufs Gemüt drückt? Oder würdest du sagen, nein, in diesem ganzen Gefüge oder findet man dann
doch hier und da noch sowas. Ja. Naja, also ich finde, was Fröhliches ist es halt nicht, weil direkt durch diese erste Folge klar gemacht wird, wohin das, welche Ausmaße das Ganze hat, seine Krankheit. Und von daher hat man die ganze Zeit über so ein Gefühl, dass doch irgendwas passieren kann oder dass man sich nie sicher sein kann, dass nicht doch irgendwie er wieder einen Rückfall hat oder so. Und das gibt einem so ein gewisses Gefühl der Unsicherheit. Und dadurch entsteht eine Dramatik und man fühlt mit ihm mit. Aber man merkt doch so, dass es schwierig ist, so diese Figur zu kontrollieren. Weil man keinen Einfluss, also man kann nichts machen. Ja. Das Ganze sieht sehr nüchtern oder sehr zurückhaltend inszeniert aus, vielleicht auch sehr natürlich. Was sagst du dazu? Ja, also das ist ja gerade was ich bei britischen Serien oder Miniserien sehr, sehr, sehr schätze, dass man da wirklich das echte Leben sieht, dass man da echte Menschen sieht, die nicht irgendwie perfekt geschminkt sind, perfekt aussehen, wie das in Hollywood oft der Fall ist, sondern das sind Menschen, die auch hässlich sein können und die trotzdem gezeigt werden oder gerade deshalb. Und das, finde ich, macht das Ganze bei britischen Serien so für mich so attraktiv, dass man mit den Figuren besser mitfühlen kann oder dass man, ja, da besser rankommt. Also würdest du auch durchaus sagen, dass die Schauspieler, allen voran natürlich Stephen Graham, der wie gesagt hier den Preis für den besten Schauspieler auch abgeräumt hat bei dem Series Mania Festival, dass das durchaus packend ist? Ja, definitiv. Also Stephen Graham, der trägt das Ganze dann schon, muss man sagen, ja. Vielleicht noch... Ja, sonst hätte ich dich noch ganz kurz gefragt, ist es eine, würdest du sagen, es ist eine One-Man-Show von Stephen Graham oder gibt es da durchaus, wenn du jetzt sagst, er nimmt Kontakt mit seiner Schwester auf, dass da auch die Schwester oder auch vielleicht noch eine andere Figur doch auch eine größere Rolle mit übernimmt? Also in der ersten Folge ist natürlich nur er im Mittelpunkt und danach rückt dann aber auch seine Schwester sehr in den Fokus und deren Familie, zu der er dann dazu stößt. Mhm. Die hat eine Familie, hat ein schönes Leben und dann hat das aber, das nimmt das Ganze ja natürlich auch mit, dass sie ihren Bruder nach 30 Jahren wieder sieht. Ja, dann vielleicht würde ich noch kurz was sagen. Kennst du die Serie Patrick Melrose? Ja, mit Benedict Cumberbatch. Genau, an die hat mich The Virtues sehr erinnert. Okay. Weil die auch in der ersten Folge mit diesem Absturz beginnt. Ja. Der natürlich bei Patrick Melrose noch ganz verrückt, noch viel verrückter ist, dieser Drogentrip. Ja. Aber danach geht es dann auch in diese dramatische Richtung. Hm. Und da finde ich, es ist natürlich eine andere Serie, weil es auch, wie gesagt, dieser britische Erzählstil ist. Und es ist auch so ein bisschen auf Benedict Cumberbatch wahrscheinlich zugeschnitten irgendwie, auf so Charaktere, die er so immer spielt, so, ja, so richtig abgefuckt irgendwie. Ja, klar. Und ja, finde ich, ist halt einfach so ein bisschen die britische Variante von Patrick Melrose, einfach so ein bisschen hässlicher, ein bisschen rougher. Ist Patrick Melrose nicht auch britisch? Nee, das ist amerikanisch. Ach, tatsächlich? Oh, krass, okay. Hätte ich tatsächlich gedacht, dass das... Ja, denkt man immer so ein bisschen bei Benedict Cumberbatch. Ja, und ich hätte auch dieser gesamte Stil, der war so... Ja gut, okay, es sind beide angegeben als Produktionsland. Naja... Okay, ich habe noch eine Frage und zwar, du sagst, der wendet sich seiner Schwester wieder zu oder der vielleicht konfrontiert er sich auch so ein bisschen mit seiner Vergangenheit, kann man das sagen? Also es wird so ein bisschen im Unklaren gelassen, weil er in der ersten Folge diesen Absturz hat und dann in der zweiten Folge macht er sich auf den Weg irgendwo hin, man weiß aber nicht wohin und steht dann bei seiner Schwester vor der Tür. Ach so, okay. Das fand ich, war aber ein bisschen merkwürdig, weil man nicht weiß, der hat jetzt 30 Jahre nicht gesehen. Er hat die 30 Jahre nicht gesehen. Und will er dann jetzt, wusste er, dass sie da die ganze Zeit wohnt? Was will er jetzt damit bezwecken? So? Warum nach 30 Jahren? Warum nicht schon 15 Jahre vorher? Gibt es denn sowas wie Rückblenden? Ja. Es gibt so... ausschnitthaft ein bisschen unscharf gefilmt. Aus dem Kinderheim gibt es viele Aufnahmen dann von ihm und seiner Schwester bei ihrer letzten Begegnung, wie sie sich gegenseitig in die Augen blicken durchs Fenster.
Aber die fühlen sich schon gut eingebunden, oder ist es eher so, dass man, dann kriegt man so eine Rückblende vor den Kopf geklatscht und dann darf man da selber sehen, was man damit jetzt macht? Also sie sind nicht so eingebunden wie bei Patrick Melrose, sondern sind eher so halt verschwommen und Ah, okay. halt 30 Jahre in der Vergangenheit, dass das auch für den, für die, ja, für die Darsteller oder für die Figuren so ein bisschen, schon so ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Und dass sie das nicht, also das auf jeden Fall hat es sie beeinflusst, aber ja. Okay, wir halten auf jeden Fall fest, du hast noch eine Folge von diesen vier vor dir und ich denke, die wirst du dir auch noch die nächsten Tage anschauen. Ja, definitiv. Also die Serie erzeugt auf jeden Fall einen Sog, in dem man halt wissen will, wie es weitergeht. Ob die Figur jetzt wirklich ihren Absturz hat oder ob sie es schafft, stark zu bleiben und wie das Ganze funktioniert. Ich finde das, diese Suchtdramen, als das würde ich es mal ein bisschen bezeichnen, finde ich immer sehr, sehr spannend. Da einfach, kann man viel aus den Figuren heraus analysieren, viel über Menschen lernen. Und ja, da nehme ich mal sehr viel raus mit. Und das. Und man muss jetzt sagen, der geht jetzt wahrscheinlich über 3 Stunden, also es könnte auch einfach ein überlanger Film sein. Ja. Diese Miniserie. Würdest du sagen, dass man die an einem Stück durchgucken kann, oder ist das eher so, wenn man eine Folge gesehen hat, dann braucht man vielleicht erstmal wieder was Leichteres? Ja, würde ich schon eher sagen. Also Okay. ist schon hart. Aber Okay, gut. es ist dann aber doch so, dass man weiter gucken will. Ja. Aber es Ja, ist dann das, vielleicht, ja. ist dann So, vielleicht. dieser Zwiespalt ist immer so ganz komisch. Das war, letztes Jahr kam doch hier von HBO Chernobyl raus. Und das war ja auch so ein schwerfälliges Thema. Und ich konnte auch nicht so viel am Stück gucken, aber trotzdem wollte ich auch immer weiter gucken. Das ist so ein ganz komischer Zwiespalt, in dem man sich da Genau, gerade ja, befindet. bei Tschernobyl hatte ich das auch tatsächlich. Und wie gesagt, bei Patrick Melrose, da war Ja, das, stimmt, da da konnte ich mir auch nicht so viel am Stück, aber das hatte auch nochmal andere Gründe, weil ich danach erstmal mit dem Kopf so, oh, okay, ja gut, jetzt brauche ich erstmal was war. Entspannendes. Ja. Okay, wenn du nicht mehr zu sagen hast, dann könntest du zu einem kleinen Fazit und einer Punktevergabe kommen und du, ja, kannst dir selber überlegen, was du für Pünktchen vergeben möchtest. Okay. Also, The Virtues ist eine wirklich sehr gute britische Miniserie, in der es um die Verarbeitung eines Menschen mit seiner Alkoholkrankheit geht und wie er versucht, die selbst und allein zu bekämpfen. Hat am Anfang seinen Rückfall und dann will er aber wirklich Kontakt wieder mit seiner Schwester aufnehmen und ja, kommt dann in eine neue Familie so ein bisschen. Seiner Schwester, die er 30 Jahre nicht gesehen hat. Und das Ganze ist wirklich sehr dramatisch oder sehr gut, als sehr gutes Drama inszeniert. Und ich liebe solche Suchtdramen, finde das wahnsinnig interessant. Und deswegen würde ich es auf jeden Fall jedem empfehlen. Punktevergabe weiß ich noch nicht. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich würde die da gerne zu Ende schauen. Gerade bei so einer Miniserie ist es, Stimmt, ja, da hast recht. kann jede Folge wirklich sehr viel ausmachen. Hast recht. Hast du eine Tendenz mittlerweile oder möchtest du auch keine Tendenz sagen? Ich bin schon ziemlich weit oben bei den Okay. Punkten, ja. Weil die Serie es einfach schafft, was zu erzeugen, dass man immer weiterschauen will. Man will immer dranbleiben an den Figuren und man möchte wissen, wie es weitergeht. Okay. Dann würde ich sagen, können wir diese Besprechung an dieser Stelle abschließen. Ja, Und wir können eine sagen, Sache noch. ja. The Virtues gibt es bis zum 30.12. in der Arte Ja. Mediathek. Also Genau, das. habt ihr noch über einen Monat Zeit, euch die anzuschauen. Und das würde ich auch jedem empfehlen. Ja, ich glaube, das ist durchgeklungen. Gut. Dann danke fürs Zuhören und fürs Einschalten hier beim Telestammtisch. Und ich würde sagen, wir sehen oder hören oder was auch immer uns beim nächsten Mal. Tschüss! Tschüss.
Sehr geehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, wertes Publikum, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihre Zeit. Wenn Ihnen gefallen hat, was Sie heute gehört haben, empfehlen Sie uns doch bitte weiter an Ihre Freunde, Bekannte und Verwandte, an jeden, von dem Sie glauben, unser Podcast gehört genau um deren Ohren. Wir freuen uns sehr auf Ihr Feedback, das Sie gerne hinterlassen können auf den Social-Media-Plattformen, wie zum Beispiel Facebook, Twitter, Instagram oder auch bei uns im Blog unter tele-stammtisch.de. Da gibt es Kommentarfunktionen, bitte nutzen Sie die bitte und bewerten uns auch noch. Wir sind ein Podcast, der von seinen Bewertungen lebt. Gehen Sie auf Apple Podcast, auf podcast.de, auf Google Podcast oder einer der vielen weiteren Plattformen, auf denen man Podcasts bewerten kann. Und bewerten Sie uns, das wäre total toll. Wir danken Ihnen vielmals und wenn Sie noch ein bisschen Geld übrig haben, dann nutzen Sie doch die Gelegenheit, uns via PayPal eine kleine Spende zukommen zu lassen oder die Amazon Affiliate Links zu nutzen, die Sie in den Shownotes finden. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao!